Okay, schauen wir uns heute einmal diese Innenbeleuchtung an. Das ist die Innenbeleuchtung eines Fahrzeugs, allerdings leicht modifiziert. Ihr erkennt hier, dass dieser Schalter der Innenbeleuchtung, die übrigens die Spannung über die Sicherung F1, also die Spannungsversorgung plusseitig über die Sicherung F1 erhält, dass dieser Schalter praktisch drei Schaltstellungen hat. Einmal hier nach rechts, die direkte Verbindung zur Masse, das heißt, dann ist die Lampe durchgehend an, dann diese Mittelstellung, die man jetzt hier gerade sieht, dann ist die Lampe aus, sie hat keine Masse. Und dann gibt es noch die Schalterstellung links, das ist die normale Standardeinstellung, in der die Innenbeleuchtung angeht, sobald man die Fahrzeugtüre öffnet. Wenn die Fahrzeugtüre geöffnet wird, sind diese Schalter S1 bis S4 der Türen nämlich geschlossen. Und wenn man sich diesen Kasten hier wegdenkt, dann erhält die Lampe über diese Minusverbindung, ihr seht, die Schalter liegen hier unten auf 31 Masse, dann erhält diese Lampe direkt Minus über die Schalter. Wir haben jetzt hier eine Besonderheit, wir haben nämlich eine Innenraumverzögerung in die Schaltung integriert. Die ist nachträglich eingebaut und es geht darum, jetzt einmal eine Fehlersuche in diesem System zu machen. Dazu müssen wir im Grunde genommen diesen Kasten zunächst einmal gar nicht betrachten, zumindest nicht das, was sich im Kasten befindet. Wir werden das aber im weiteren Verlauf dieser Lernsituation kennenlernen. Hier heute soll es einmal darum gehen, welche Vorprüfungen möglich sind. Nun, da gibt es erstmal eine ganz, ganz einfache Prüfung. Wir legen einfach den Schalter in diese rechte Schalterstellung und schauen, ob die Lampe leuchtet. Wenn die Lampe leuchtet, dann können wir die Sicherung F1, die Lampe als solche und auch die Versorgung mit Masse, also Klemme 31, als Fehlerursache ausschließen. Wir können des Weiteren prüfen, wie sieht das denn aus mit der Minusversorgung des Steuergerätes. Wir müssten ja genau an dieser Stelle hier, an diesem Pin 31 haben. Wir können also hier mit einem Voltmeter oder mit einer Prüflampe gegen Klemme 30 messen und schauen, ob wir dann 12 Volt haben, sprich ob hier Masse ist. Dann können wir noch überprüfen, ob die Türkontaktschalter allesamt Masse auf dieses Steuergerät schalten, wenn man die Türe öffnet. Zu guter Letzt bleibt noch die Spannungsversorgung des Steuergerätes. Wir können die Sicherung F1 prüfen und können hier schauen, ob wir an dieser Stelle hier am Steuergerät Masse haben. Gut, gehen wir davon aus, dass diese ganzen Prüfungen erfolgreich waren. Das heißt, unser Steuergerät liegt an Masse, unser Steuergerät hat eine Versorgungsspannung von 12 Volt, die Schalter schalten alle Masse und dieser Schalter hier betätigt sich auch. Die Lampe ist in Ordnung, weil sie aufgeleuchtet hat. Erst dann geht es überhaupt darum, sich um diese Innenraumverzögerung als solche zu kümmern. In der Praxis werden wir die vermutlich, wenn diese Vorprüfungen erfolgreich waren, werden wir dieses Steuergerät tauschen. Wir wollen jetzt hier im weiteren Verlauf dieser Lernsituation einmal schauen, was sich denn in dieser Innenraumschaltung hier alles tut. Ich kann schon mal sagen, ganz zentral sind dabei praktisch diese drei Bauteile, die sogenannte Zener-Diode, dieser Transistor und den Kondensator. Die werden wir im Laufe der nächsten Filme und Arbeiten in den Arbeitsblättern kennenlernen.